Geschriebener Text ist im Hochschulkontext immer noch das zentrale Medium zum Wissensaustausch, aber auch gleichzeitig ein sehr ressourcenintensives Medium, weil der Lehrkörper und alle Experten, die in der Hochschule arbeiten, müssen teilweise sehr umfangreiche Texte durcharbeiten, um dann eine Bewertung oder Feedback zu erstellen. Impact will genau hier einen Unterschied machen und diesen großen Datenbestand von Texten analysieren mittels künstlicher Intelligenz. Und am gesamten Studien-Lifecycle, sprich von der Einführungsveranstaltung, aber auch im Studium eine Beurteilung ermöglichen mittels künstlicher Intelligenz, die dem Dozenten vorgelegt wird und ihn unterstützt bei der Bearbeitung der Klausuren und der vielfältigen Lernaktivitäten, aber auch ein besonderes Feedback an die Studierenden wieder zurückgibt. Dafür nutzen wir Open Source Frameworks von unseren Partnern zusammen und können einen enormen Ressourcengewinn machen für den Lehrkörper, aber auch den Studierenden weiteres Feedback anbieten neben der persönlichen Betreuung. Aus der Forschung wissen wir, dass es weniger technische Herausforderungen sind, die wir aktuell haben. Viele KI-Anwendungen sind da, Bibliotheken stehen zur Verfügung. Es sind vor allem soziale Herausforderungen, die für die Implementierung von KI in der Hochschule Herausforderungen darstellen. Das betrifft zum einen das Stakeholder Engagement, also dass wir alle Zielgruppen, die Studierenden, aber auch die Gremien und den Lehrkörper einbeziehen bei der Anwendung von KI. Dass wir Ressourcenprobleme überwinden und das zu einer Verstetigung bringen, dass wir Datenschutz natürlich von Anfang an mitdenken und uns datenschutzkonform verhalten und dennoch den Mehrwert von KI dort anwenden, wo er eben möglich ist. Und diese sozialen Komponenten probieren wir zu überwinden mit dem Impact-Projekt, indem wir von Anfang an eine Engagement-Strategie aufbauen und uns selbst einen Verhaltenskodex für die Anwendung von KI in der Hochschulbildung verwenden. Alle drei Ziele, die Bundesregierung sich selbst gestellt hat in dem Strategiepapier, zu einem führenden Standort von KI zu werden, einen verantwortungsvollen und gemeinwohlorientierten Umgang mit KI zu etablieren und einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zu der Anwendung von KI, zum Datenschutz und Ähnliches zu führen. All diese Elemente haben wir im Impact-Projekt integriert und probieren eine Lösungen zu generieren, mit der wir KI einen Unterschied machen können für die Lehre, aber uns eben gemäß der Strategie auch eine KI made in Germany entwickeln können.